So, um zurückzukommen, wie gesagt, ich habe, ja, ob das mit Promotion oder so, ich meine, ich stelle es mir schon ganz cool vor, ich stelle mir aber auch Arbeiten aktuell ähnlich cool vor, auch wenn ich schon die Problematik sehe, aber ich glaube, also ich fühle sie noch nicht so richtig. Und ich habe immer noch den Wunsch und auch die Hoffnung, dass ich im Arbeitsleben tatsächlich auch ein angenehmes Arbeitsverhältnis bekommen kann, was sich dann gar nicht mal so sehr davon unterscheidet, wo man dann auch einfach sagen kann, okay, wir sind fachlich an was interessiert und wir arbeiten zusammen und das ist eine schöne Sache. Das wäre super, aber ob man das wirklich finden kann heutzutage, ist halt die andere Frage. Weil eben, wie gesagt, nun mal nicht jeder daran auch fachlich interessiert ist tatsächlich. Das muss man zum einen sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so clever war, was ich hier gemacht habe. Naja gut, zumindest kommt man doch halbwegs schnell weiter. Kriegen wir jetzt noch einen Hellrun-Raum? Nee, immerhin keine zwei hintereinander. Aber das wirkt schon recht einfach bisher, muss ich sagen. Was wir hier für Hellruns bekommen, jetzt noch ein E-Tank. Also okay, wir brauchen genügend E-Tanks, um Mother Brain am Ende zu facen. Also wir haben jetzt genau einen Energietank mehr, als wir eigentlich bräuchten, um sie besiegen zu können, wenn wir perfekt spielen. Und wir haben noch keinen Beam dazu bekommen. Das heißt, ich sehe jetzt weniger Chance. Obwohl, wir haben noch zwei Reserve-Tanks. Aber trotzdem, also ich müsste sie quasi mit ohne irgendwelche Beam-Upgrades von Anfang bis Ende, ja, Ausdauer killen, sag ich mal. Also wirklich, das wird ein harter Ausdauerkampf. Und selbst wenn ich da zwei E-Tanks mehr habe, heißt das nicht, dass ich das wahnsinnig gut schaffe, weil zwei Energietanks mehr heißt aber auch nur, weil wir ja nicht den Warrior Suit und auch nicht den Gravity Suit haben, dass die normalen Attacken uns auch sehr, sehr gut Schaden machen. Und das könnte dann in der Tat auch ein Problem werden. Darüber habe ich auch noch nicht so ganz nachgedacht. Aber vielleicht kriegen wir auch noch genügend Missiles und dann ist das überhaupt kein Problem. Dann können wir Mother Brain tatsächlich sogar ganz ohne Beam besiegen. Ja, ist die Frage, wie wahrscheinlich das ist. Also den letzten 150 den letzten 150 Rooms Randomizer habe ich tatsächlich mit relativ vielen Ausrüstungen gespielt am Ende. Also da hatte ich glaube ich wirklich 30 Super Missiles oder so und damit wäre es natürlich überhaupt kein Problem. Ja, das ist das Mother Brain dann absolut geschenkt. Aber das wäre auch gar nicht mein Anspruch, dass Mother Brain diesmal wirklich wieder ein Problem wird, weil ich meine, wir hatten es beim letzten Mal, wir hatten es beim vorletzten Mal, glaube ich, auch so ein bisschen. Und ja, in jedem Fall ist hier der Hellrun ganz klar im Vordergrund. Auch wenn er uns bisher noch nicht so richtig die kalte Schulter gezeigt hat und uns noch sehr mäßig entgegentritt. Gerade für die Anzahl an E-Tanks, die wir schon bekommen haben. Da könnte man quasi schon fast jeden Hellrun-Raum irgendwie reinbringen. Eklig wird es halt, wenn wir irgendwann mal den Hellrun-Raum vorm Speedbooster bekommen, wo man ja tatsächlich alle Gegner besiegen muss. Das wird auf jeden Fall ziemlich eklig. Moment, hier ist der richtige Weg weiter. Das heißt, hier oben die Räume werden dann alle optional. Das ist an sich nicht schlecht. Und ich weiß nicht, warum ich die Gegner jetzt versuche, normal zu töten. Aber passt schon. Naja. Also keine Ahnung, ich bin immer noch unentschlossen, ob ich in die Arbeitswelt will oder nicht. Und ich denke, es wird auch schwer davon abhängen, A, wie viel Spaß mir das jetzt weiterhin noch im Büro macht und oder im Labor. Es ist ja immer so eine, ja, immer so doppelseitig. Also ja, viel Auswertung im Büro natürlich, teilweise auch Programmieren im Büro. Ich habe letztens mal so ein, ja, so ein Skript zur Datenaufnahme zum Beispiel programmiert. Muss ich hier? Ich glaube, ich muss hier fast. Och, komm schon. Das hätte doch reichen können. Ich glaube, man kommt hier mit Walljumps nicht durch, oder? Weil wir haben weder den Highjump noch den Speedbooster. Der Speedbooster reicht, glaube ich, um hier in die gegenüberliegende Wand zu kommen dann. Weil es könnte auch so funktionieren. Ich meine, die haben die Screw Attack. Wir können es eigentlich mal probieren. Bin ich mal gespannt, ob das hilft. Dass man hier quasi rauskommt und dann hier abspringt. Mit ein bisschen Speed und dann, ja, das reicht sogar krass. Das muss ich mir merken, weil das ist sowas, was ich immer wieder vernachlässige. Das einzige Problem ist, hier rüber zu kommen. Das geht nur mit Bombjumps. Glaube ich zumindest. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man es anders machen soll. Ja, danke schön.
Das ist immer wieder herrlich. Aber 25 Powerbomben, meine Güte, auf was man hier einen vorbereiten will. Powerbomben sind leider, und das ist speziell hier recht gut bemerkbar, ziemlich inflationär. Weil man braucht sie einfach an wenigen Stellen. Und man kriegt sie teilweise auch sehr übertrieben oft. Also, ja, so richtig notwendig sind Powerbomben dann meistens nicht. Ich meine, ich kann da halbwegs Walljumpen, aber das ist halt alles nicht so das Sinnvollste. War das jetzt übrigens der eine, den ich gerade gekillt habe, oder? Der hier oben, der, na, der andere, der jetzt unten mich behindert hat eben mal. Oder ist er einfach aus dem Bild verschwunden und hat sich nicht weiter bewegt? Das ist ja auch noch so ein bisschen. Das ist ein bisschen schade, dass die Gegner außerhalb vom Bild eben nicht weiter bewegen. Das tut Super Metroid, würde ich sagen, noch so einen kleinen Abbruch in der Genialität, die es für mich eigentlich hat. Ah, nee. Das macht schon gut Schaden, vor allen Dingen, wenn ich. Meine Güte, wenn ich das nicht schaffe. Aber auch hier, ein E-Tank im Hellrun-Raum ist natürlich auch wieder super. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. So, hier dann nochmal eine Super Missile und eine Missile. Oder Missile Container und eine Super Missile. Auch super. Nur jetzt würde ich hier ganz gerne auch mal wieder rauskommen. Weil die Seepferdchen machen auch nicht un ja, nicht unbedingt wenig Schaden. So, wo war ich jetzt vorher noch stehen geblieben? Genau, also bei meinen Eltern kann ich ziemlich gut leben eigentlich. Und ja, ich denke, wenn ich promovieren würde, dann kriegt man ja auch Geld tatsächlich. Ein bisschen. Ist dann die Frage, ob ich ausziehen würde. Da bin ich mir nicht mal so sicher, weil so richtig viel Geld kriegt man dann natürlich nicht. Und ja, das wird wahrscheinlich auch auf Hartz-IV-Niveau dann sein. Ich meine, du hast dann ja auch mehr davon am Ende. Das ist ja irgendwie so die Sache, ja, du wirst ja quasi kaum bezahlt. Nichtsdestotrotz, ja, machst du es, damit du halt später besser bezahlt wirst. Im Grunde genommen ist ja, die funktioniert die ganze Uni ja so. Wenn du jetzt mal von dem Wissensaspekt absiehst, dass du ja im Prinzip erstmal arbeitest, teilweise, für die Uni. Dass du für die Uni arbeitest und dann dafür eigentlich nichts bekommst, aber also die Uni das quasi umsonst hinnehmen kann, du es auch umsonst machst, weil du später dann mehr Geld bekommst von den Firmen. Also im Grunde genommen wird die Arbeit, die du an der Uni verrichtest, von den Firmen später bezahlt. Das ist ein bisschen gruselig, sich das klar zu machen. Aber ja, im Grunde genommen ist es ja auch so immer die Abwägung. Mache ich jetzt noch 3 Jahre länger, wo ich kein Gehalt habe, oder ja, spekuliere ich dann eben drauf, dass das, was ich mehr mache, dann später zu so einem Gehaltsanstieg führt, dass sich diese 3 Jahre eben gelohnt haben. Wenn man jetzt wirklich nur, und das ist so die Sache, die ich immer so ein bisschen anzweifle dabei, wirklich nur vom finanziellen Aspekt ausgeht. Hallo? Dürftest du, könntest du. Genau, wenn wirklich nur vom finanziellen Aspekt ausgeht. Und das ist bei der Uni einfach nicht so richtig treffend. Umso treffender finde ich es dann allerdings, dass man so eine Meinung ganz gerne in den Wirtschaftswissenschaften erfährt. Oder vermittelt bekommt. Wo man dann auch das Gefühl bekommt, ja, bin ich jetzt nur hier, weil ich irgendwie mehr Geld verdienen will später? Oder hat das auch noch höhere Gründe? Ich meine, mit Sicherheit macht ein Studium, soll ein Studium Leuten auch Spaß machen. Und sie ist nicht irgendwie als zusätzliche Arbeit sehen, um später mal mehr Geld zu verdienen. Deshalb finde ich so eine rationale Rechnung in dem Fall auch ein bisschen schwierig. Und ja, auf der anderen Seite kannst du auch sagen, okay, ich arbeite so lange in meinem Leben, dass ich ja irgendwann immer weniger Bock drauf habe zu arbeiten. Und je kürzer ich arbeite, desto weniger wird sich dieser Effekt einbürgern. Das heißt, irgendwie habe ich davon auch was dann später. Dass ich quasi weniger gearbeitet habe, weil ich dann nie zu dem in diesen Trott reinkomme, dass ich sagen muss, okay, jetzt war es aber mal lang genug. Und das kann man, glaube ich, auch schon anführen in der Richtung. So, jetzt nochmal schnell hier weiter. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die Gegner da unten zu farmen, weil es sind schon viele Gegner. Aber ohne den Grapple Beam kann man die nicht so richtig effizient abfarmen. Insbesondere, so kriegen wir hier das Item. Nein, kriegen wir nicht.
Nein. Oh mein Gott. Das ist vielleicht nicht das Cleverste, was ich hier mache. Ich gehe erstmal weiter. Wir haben ja noch ein Item. Das muss ich mir merken. Vielleicht wird es auch ein wichtiges... Oh, das ist natürlich nett. Hier eine Speicherstation. Vielleicht kann man es dann nochmal probieren, das Item sich zu holen. Wenn es ein E-Tank ist... Wir können ja schauen, was es für ein Item ist. Wir haben ja hier die Speicherstation. Wenn wir sterben, ist nicht schlimm. Dann ist alles okay. So, und dann ab geht's, würde ich sagen. Ich meine, wie gesagt, wir müssen nur probieren, irgendwie an das Item ranzukommen. Und zu sehen, was es ist erstmal. Oh, der Plasma-Beam, okay, ja, das wäre natürlich ärgerlich gewesen. Vielen Dank, dass es da eine Speicherstation gab. Also den hätte ich doch sehr ungern ausgelassen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, das war mein Tod. Tschüss, schnöde Welt. So, macht nichts. Aber wir haben gesehen, dass da der Plasma-Beam ist. Das ist ja auch das Schöne. Man kann das Spiel so ein bisschen austricksen, dadurch, dass man speichert und einfach mal schaut, was für Items kommen. Weil die Items verändern sich ja nicht. Das ist das Gute. Wenn sich jetzt der Plasma-Beam plötzlich in irgendwas anderes verwandeln würde, das wäre natürlich absoluter Mist. Das war dumm. Das war auch dumm. Das wird wahrscheinlich schon wieder mein Tod sein. Spring ab! Nein! Na, schrecklich. Also, die Sache ist, ich weiß eben da oben nicht genau, wo das Item ist. Das ist insofern ziemlich blöd, dass ich eben nicht weiß, wo ich schießen müsste, wenn ich denn schieße. Und dadurch, dass ich eben auch keinen sonderlich großen Bereich abdecke mit meinem Beam, weil ich eben nur in Anführungszeichen den normalen Beam habe, noch, im Idealfall auch nicht mehr ganz so lange. Ach, komm schon. Das ist jetzt aber... Ja, das kommt immer zum falschen Zeitpunkt, habe ich so das Gefühl. Ja, und dann kommt wieder sowas. Komm schon! Wieso ist das denn schon wieder weg? Nein. Aber selbst wenn ich ihn gekriegt hätte, wäre es noch ärgerlicher gewesen, weil... Ich meine, ich könnte auch von oben nochmal reinkommen, den dann ganz locker öffnen und dann mir den schnappen. Aber irgendwie will ich das jetzt gerade von hier unten machen, weil, keine Ahnung... Der Raum sowieso eklig ist. So, jetzt machen wir den hier, dann den hier, dann... Nein, ich krieg's nicht hin, da nochmal abzuspringen. Crumble jumpen irgendwie gerade. Will nicht. Es will nicht. Jetzt kommt schon wieder genau im richtigen Moment das hier. Super. So, das hat gereicht. Das Problem ist, es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr reichen, zurückzukommen. Krieg's vielleicht hin, oben wieder rauszukommen? Komm schon! Oh mein Gott. Kann man hier farmen? Irgendwas? Irgendwie? Ich weiß es. Hier war doch noch ein Hellrun, oder? Ja! Ja! Es war quasi eine Todesfalle. Sehr schön. Okay, dann auf ein neues. Ja, so stelle ich mir schon eher die Hellrun-Passagen vor. Gut, ich habe jetzt auch sehr viel Leben irgendwie verdaddelt. Dadurch, dass ich, ja, die Hellrun... Was? Okay, das war komisch. Dadurch, dass die Hellruns eben nicht so sind... Ey. Also das mit dem Crumble Jump, das muss ich echt nochmal üben. Das ist... Und auch das Wall Jumpen gerade. Ja. Klappt alles super. Vor allen Dingen das Crumble Jumpen zur Seite. Das ist immer noch ein großes Problem. So, auf ein neues. Also wie gesagt, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass ich bei meinen Eltern tatsächlich noch ein bisschen wohne, wenn denn sich das ergeben sollte. Aber ja, spätestens dann, wenn man gut geheilt hat, würde ich sagen, sollte damit dann auch mal Schluss sein. Ach, komm schon. Das ist doch nicht wahr. Irgendwie ist, funktioniert immer schlechter, habe ich das Gefühl. Ich komme nicht mehr nach oben jetzt. Das? Nee, es hat natürlich nicht gereicht. Und das hat natürlich auch nicht gereicht. Ah! Komm schon. Es ist nicht so schwer. Es ist wirklich nicht so schwer. Es wäre ein bisschen einfacher, wenn ich wüsste, wo das Item ist. Aber ich könnte es mir auch merken mal tatsächlich. Aber selbst das finde ich auch nicht so richtig sinnvoll. Es geht doch. Es ist doch gar nicht so schwierig. Mein Gott.
So, und jetzt muss ich nur noch irgendwie halbwegs schnell nach unten kommen, was eigentlich nicht so das größte Problem werden sollte mit dem Plasma-Beam. Ja, geht. Nicht mal die Reserve-Tanks angekratzt, sehr schön. Nochmal speichern, bevor das jetzt hier weggeht. Und für den nächsten Hellrun. Das wäre halt richtig bitter, wenn wir jetzt noch einen Hellrun bekommen würden. Weil dann könnte es sein, dass ich mich versaved habe. Weil ich dann nicht mehr zurückkomme. Darauf muss man eigentlich achten. Darauf hätte ich vielleicht auch ein bisschen früher achten sollen. Immerhin kein Hellrun, danke. Und noch ein Reserve Tank. Hey, mehr davon bitte. Das bringt mir halt leider gar nichts. So, und den Raum meinte ich hier. Das ist nicht der Eingangsraum zum Meridia, oder? Oder ist es doch? Er sieht halt vollkommen identisch aus eigentlich. Das ist komisch. Also ich war mir sicher, dass wir in dem Run schon zwei von den Röhren bekommen haben. Und ich dachte, dass der ohne Item dann der richtige Meridia-Raum wäre. Aber da habe ich mich offensichtlich getäuscht. So, hier vielleicht nochmal ein E-Tank drin. Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Komm schon. Ah, musste ja so sein.